Hallo YouTube. Ja, wir spielen heute mal wieder Bloodborne weiter und werden jetzt mal gucken, ob ich heute den Boss hinkriege. Ich habe jetzt keine große Lust, zu viel unterwegs zu machen. Also ich werde jetzt einfach versuchen, zum Boss durchzurennen. Aber hatte ich nicht mittlerweile eine Abkürzung dahin? Nee, hatte ich nicht, gell? Oder? Nee. Wow. Ich glaube nicht, oder? Gehe ich gerade einen Umweg? Nee. Das war die einzige Abkürzung, die ich hatte. Ja. Mein Genick tut schon wieder weh. Ja. Ja, gar keine Lust. Gar keine Lust. Der Boss hat mich gestern schon einen Teil meiner Nerven gekostet. Deswegen ist es bestimmt nicht besser, sondern schlimmer. Weiß nicht, seit Sekiro stehe ich auf. Ich weiß nicht. Selbstqual? Ich quäle mich selbst gern. Denke ich. Anders kann ich mir zumindest auch nicht erklären. Hallo Demoster, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, ist okay. Cheaten ist nicht. Nein, cheate nicht! Ich bin hier die Einzige, die cheaten darf. Oh mein Gott, bitte komm hier nicht durch. Fucking hell! Toll. Danke fürs Vergiften. Vielen Dank. Oh, diese. Oh, so, das ist so furchtbar. Wie geht's dir? Habe ich schon gefragt, oder? Ja, ich habe das schon gefragt. Ich frage nochmal, wie geht's dir? Mein Bauch hat gerade gebummelt. Ja. Ich glaube, aktuell ist es so recht normal, nur müde zu sein, oder? Wegen Winter-Dingsbums. Wintermüdigkeit, jetzt habe ich's. Steht er denn wieder in der Lampe rum? Tatsächlich. Dann will ich die fast schon wieder mitnehmen. Ja. Chill. Brauche dich. Ja, mach hinne. Beeil dich. Heute noch. Ja. Madaras Zwillinge. Okay. Gut. Dann komm. Wir werden gegen den Boss sterben gehen. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt den ersten Try schaffe. Glaube ich nicht. Dafür. Ach, keine Ahnung, die letzte Phase, die war schon echt. Und die Phasen davor sind auch nicht gerade geil. Und ja, bitte mach noch langsamer. Okay. Aufnahme läuft, ja. Nein. Ja, nimm du den. Guter Plan. Willst du aufhören, auf den zu hauen, auf den ich jetzt gerade gehen will? Das war jetzt nicht der Plan, weißt du? Warum soll ich die anderen beiden ablenken, während ich ihn eigentlich töte?
Nee. Soll ich mich verarschen, oder? Wollte gerade sagen. Okay, einhandeln. Fast gewillt, erst den da zu machen, weil der von seiner Range. Wow, fucking hell. Echt gefährlich wird. Ja, seine Range. Die Range ist so unnormal. Au. Oh Gott. Oh nein. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja, jetzt habe ich ein doppeltes Problem. Wortwörtlich. Könnte man gerade sagen. Ich war nicht voll genug geladen. Das hätte ich mir aber auch denken können. Apropos, ich sollte vielleicht den Bot anmachen. Ich habe den schon wieder vergessen. Irgendwie denke ich an den nie. Ich weiß aber auch nicht warum. Wäre der Weg nur nicht zum Boss so lang. Ja. Dankeschön. So, eine Sekunde. Ja, sollten sie nicht, aber die Gegner sind echt fies. Ich werde gucken. Ich werde es ja bemerken. Oh je, wir müssen bald farmen, sehe ich gerade. Oh je. Ich habe so gut wie keine Heilung mehr. Das sind meine letzten 20 Stück. Tja. Der Nachteil am Bloodborne. Fieser sein. Ja, das löst alle Probleme. Indem ich fieser bin. Das macht die miese Hit-Range von dem Boss weg. Und auch alles andere miese, was der macht, das ist dann alles kein Problem mehr, wenn ich einfach nur fieser bin als er. Ja. So funktioniert das. Eine BB-Tablette? Was ist eine BB-Tablette? Ich weiß gerade nicht, wovon du redest, ganz ehrlich. Ich bin nämlich auch jemand Bestienblut. Okay. Ich muss jetzt gestehen, ich gehöre zur Spielerschaft, die so gut wie nie Items benutzt, weil ich sie immer vergesse. Und ich mir immer denke, ja, ja, das geht schon so. Es ist schon viel für mich verlangt, dass ich überhaupt Heilung benutze. Ab und zu kann ich froh sein, dass ich überhaupt an Heilung denke. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Ich weiß nicht, ich gehöre nicht zur Spielerschaft, die halt Items daran denkt. Keine Ahnung, ich vergesse das immer. Bestien. Bestienblut. Hab ich sowas überhaupt? Ah! Mhm. Was ist denn Bestientum vielleicht? Nee.
Ah, da. Ich hab keine Lust. Können wir uns darauf einigen, dass ich keine Lust auf dich habe? Nein. Nein. Ich bin hier die Einzige, die schummeln darf. Oh nein. Oh fucking hell. Hey, jetzt habe ich ein Problem. Oh fucking hell. Oh nein. Ich bin mal weg, ne? Also, Wiedersehen. Tschüss. Schönes Leben noch. Mhm. Bitte komm hier nicht noch. Das war nicht knapp. Mm-mm. Nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will den Gegner nicht machen. Ja, ja. Ich renne jetzt einfach weg. Nein. Ja, ja. Ich hoffe, der NPC kommt mir hinterher. Dankeschön. Schaden steigt kurzfristig, okay? Oh, das wollte ich nicht. Tja. Okay. Nein, böse. Au, fucking hell. Nein, böse. Oh nee. Nee. Finde ich jetzt nicht so geil. Nein, stirb nicht! Nein, stirb nicht! Nein, stirb nicht! Nein, fucking! Oh Gott, Hilfe! Mami! Ich krieg keine Panik, ihr kriegt Panik! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Könnt ihr aufhören? Könnt ihr aufhören? Können wir uns darauf einigen, dass ihr aufhört?
zwei von denen sind super anstrengend. Okay, Hilfe, WTF, Alter, ja, easy, genau, ja, easy, okay, Alter, war das knapp, also jetzt ernsthaft, das war einfach nur knapp. Zwei von denen war gerade am Ende super anstrengend, auch wenn die kaum noch Leben hatten, aber ich kam gar nicht mehr an die ran. Gehe ich erst Punkte? Ja, ich gehe erst Punkte abgeben. Ich habe nämlich fast nichts mehr zum Laden. Laden, aufladen, heilen, wie auch immer. Alter Schwede. Das war anders. Ja. Das war anders. Und damit belassen wir es auch. Einfach nur, das war anders. So. Tja. Wie hole ich mir? Keine Ahnung. 13? Nee. 22? Und dann gucken wir erstmal, ob wir es gehen können. Ja. Very well. Ja. Ja. Warum nicht? Why the hell not? Aber danke schön. Okay. So. Also ganz einfach. Alles kein Problem. Verbotenes Grab. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum das verboten ist, das Grab. Nein. Überhaupt nicht. Und hallo, Larry. Okay. Welche Hölle erwartet uns jetzt? Hallo. Ich habe gerade überall Gänsehaut. Und davon ich rede jetzt nicht von guten Gänsehaut, ja? Sondern von der Gänsehaut. Ich brauche Heilung. Willst du mich verarschen? Birkenwerf. Ach, jetzt sind wir hier gelandet. Ja gut. Darüber habe ich schon ganz viel Tolles gehört. Mhm. Birkenwerf soll ein ganz toller Ort sein, habe ich gehört. Wurde mir erzählt von Alfred oder wie er heißt. Ich glaube, er hieß Alfred. Irgendwas mit A. Ich vergesse seinen Namen immer. Ich weiß nicht warum. Obwohl ich seine Stimme total toll finde. Da unten ist schon eine Glocke. Das ist kein gutes Zeichen. Sag mal, ich rede gerade so, als müsste ich irgendwie Angst vor diesem Ort haben. Oh, ich habe schon wieder Gänsehaut. Habe ich schon erwähnt, dass ich super arge Probleme mit Wespen und sowas habe? Und wenn ich diese Augen... Also Spinnen, kein Problem. Aber das sind... Kamera, du bist... Pipi in den
Augen, weil das gerade so eklig ist. Wenn man mich so weit bringt, dann heißt das was, ja? Kann ich nicht irgendwo anders dahin gehen? Ich hab überall Gänsehaut. Ich hab überall Gänsehaut. Ja, Morgan, ich versuche es. Ich muss nur nicht nur auf den Charakter aufpassen, um seine Psyche, sondern auch um meine eigene. Ja, dass diese Verwirrung irgendwas anstellt, das war mir schon bewusst. Also, das ist jetzt nicht. Nee. Nee. Also, ich bin mir mittlerweile sicher, Bloodborne muss von Cthulhu eindeutig inspiriert sein. Nie im Leben ist das irgendwie von was anderem. Das ganze Ding schreit nach Cthulhu. Allein schon diese eine Gegner hier. Ich glaube, ich sollte meine Waffe langsam wieder verstärken. Ich brauche zu lange für die Gegner. Basti! Hör auf! Und hey, Mann! Ihr kommt hier rein, mir gleich zu ärgern. Menno. Lass mich Mimimi machen, ja? Hast du dir diesen Ort mal angeguckt? Und hast du die Viecher angeguckt, von denen ich übelst Gänsehaut bekomme? Hast du das? Hast du was? Hä? Ich will wieder gehen. Nein, geh weg! Oh mein Gott, woher kommt die plötzlich? Stop it! Ich will da nicht lang. Ich gehe jetzt woanders lang. Ich glaube, ich nehme die Lampe damit. Ja, ich glaube, das tue ich jetzt einfach. Ich fühle mich in diesem Horror gerade sehr alleine. Ich mimi ja nicht viel rum. Und das hier ist sogar für mich ein bisschen zu viel. Hier ist meine persönliche Grenze angekommen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich weiß, Mugen. Aber ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit im Stream zu lange farmen, wenn ich dabei halt kaum Fortschritt mache. Farmen kann man halt eher. Also, sagen wir es so. Für mich ist das Farmen in Ordnung an sich, aber es ist nur in Ordnung, wenn man das halt für sich selbst spielt. Aber nicht, wenn man halt in Stream haut, weil ich eigentlich keine Lust habe, jetzt, keine Ahnung, 5 Stunden. Ja, ich übertreibe es. Ich streame ja nur 2,5 bis 3 Stunden. Aber halt diese 3 Stunden ungefähr, nichts zu machen, außer die ganze Zeit dieselben Mobs zu töten. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Deswegen habe ich mir jetzt halt lieber was gekauft. Aber ja. Oh. Und den will ich nicht machen. Du bemerkst mich nicht, gell? Ja, du bemerkst mich doch, aber wir ignorieren dich einfach. Außer mein Partner ist so dumm. Nein! 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 Hör auf! Warum tust du das? Er macht voll viel Damage mit seiner Axt. Ich will nicht mehr. Ich bin hier kaum angekommen, will jetzt schon nicht mehr. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ist ja gut. Den nächsten Punkt tue ich in meine Waffe und ist ja gut.
Ja gut, ihr habt ja recht, ich habe Unrecht, ich weiß. Was ist eigentlich dieses Wissen des Verrückten? Wofür ist das? Ich habe das noch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Na toll, man kann hier rein. Kiste. Du bist das einzige Licht in dieser Welt. Perlenschnecke. Okay. Kann ich die aufmachen? Tatsächlich. Abkürzung. Zwar nur eine sehr kleine, aber immerhin. Warum seid ihr eigentlich so behindert und greift eure eigenen Leute an? Warum bist du so behindert und versperrst mir jetzt den Weg? Gut. Ja, gegen Spinnen habe ich kein Problem. Ich habe gegen eher so Schnaken, Wespen. Also am allerschlimmsten ist Wespen bei mir. Wenn der rote Mond tief steht, verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Bestie. Und wenn die Großartigen hinabsteigen, wird der Schuss mit einem Kind gesegnet. Wir haben doch die rote Nacht. Das erklärt, denke ich, ein bisschen was. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Die habe ich jetzt erst gesehen. Schüleruniform. Okay. Ah, Wahnsinnresistenz. Aha. Ja gut. Warum nicht? Okay, das sieht seltsam aus. Habe ich das schon erwähnt? Nicht? Ich wollte es nur gesagt haben. Schülerhose. Ah, das wäre ja noch besser, sehe ich gerade. Ciao. Lunariumschlüssel. Okay, ich habe irgendeinen Schlüssel. Ich höre was. Ich höre was. Ja. Du kannst gerne da oben bleiben. Okay. Warum genau gehe ich gerade hier hoch? Na, ne Kiste, deswegen. Noch mehr Schülerkleidung? Maybe? Nö. Ja, gut. Den Schlüssel habe ich schon gesammelt. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich ihn brauche, aber ich habe ihn schon.
Das ist ja immer noch der jüngere der Madara-Zwillinge. Okay. Dann gehen wir. Tja. 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 Ich muss irgendwas übersehen haben. Was für ein Ding meinst du gerade, Morgan? Irgendwas muss man ja mit diesem Schlüssel tun können. Aber hier ist ja irgendwie nichts mehr. Außer ich bin schon wieder blind. Was bei mir ja nichts Neues wäre. Den weißen Schrimp. Was bringt nochmal Einsicht? Könnt ihr mir das nochmal erklären? Kann mir das irgendjemand nochmal erklären, für was Einsicht gewesen ist? Ich hab's nämlich vergessen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung mehr, für was Einsicht war. Kein Plan mehr. Diese Information hat sich komplett aus meinem Hirn gelöscht. Ich lese schon Items durch, aber halt nicht regelmäßig, gebe ich zu. Okay. Ach, die Perlenschnecke. Material für Ritual des Heiligen Kelch. Okay. Ah, Hilfe rufen. Ah, okay. Dankeschön. Das habe ich noch nicht sehr oft gemacht, aber ja, danke. Tja. Wo ist denn der Schlüssel? Bin ich blind? Ach so. Zum See. Birkenwerf, Ebene 2. Ebene 2? War ich das schon mal? I don't remember. Ich erinnere mich nicht. Aber ich kann ja eh gerade nicht porten, weil ich den Kumpel bei mir habe. Warum ist da schon wieder so eine Foggy? Ist der jetzt schon wieder ein Boss? Don't tell me. Ah nee, weil ich nicht zurück kann. Ja gut. Okay. Gut zu wissen. Danke. Ich habe es also doch eine große Tür übersehen, ja? War ja klar. Was erwarte ich eigentlich von mir selbst? Wie kann man den denn wegmachen? Ich habe doch keine Ahnung, wie man den wegmachen kann. Ups. Fuck. Tja, was ist mir nicht passiert? Ich habe ja keine Ahnung, wie ich den wegmachen kann. Mit Emotes? Maybe? Ich bin cool. Ups, das wollte ich nicht. I'm sorry. Gab es nicht sowas? Ach, mit Schalldämpfer. Ah. Ja, ich habe es halt noch nie gemacht. Irgendwie habe ich gerade voll den Kloß im Hals. Wo habe ich ihn denn hin? Da. Ist nicht schon wieder passiert, nein. Wiedersehen. Okay. Wirklich? Oh Mann. Es tut mir so leid, Basti. Mein Hirn ist ab und zu so ein, keine Ahnung, ich lösche alles gefühlt.
Jo. Jetzt mal hoffen, dass ich jetzt nicht weiter den Kloß im Hals habe. Wie verrückt. Machen wir erst Waffe, will ich sagen. Ah, ich habe nur keine Blutsteinbrocken mehr. Ja gut. Tja. Die muss ich jetzt auf jeden Fall farmen gehen. Na gut. Na gut. Oh. Oh. Dann gibt es bestimmt auch eins, das andere Sachen reduziert. Neben Akan und Blitz, aber die habe ich wohl noch nicht. Was habe ich denn überhaupt drin? Erde, See und Kommunion. Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Warum steht meine Stimme gerade so? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß nicht, warum du anfängst zum Heulen, Inaro, aber hallo. Wie geht's dir? Ich hoffe, du heulst nicht wie irgendwas schlimm. I'm not sure. Ja. Ist doch gut. Wenn du dann dein Eis kriegst, warum nicht, ne? Welcome. What is it? Very well. Ja. Farewell. Tja, dann muss ich wohl doch langsam mal farmen gehen, habe ich das Gefühl. Aber wir laufen ja jetzt eh wieder ein bisschen random rum, da werden wir schon ein paar Sachen finden. Oh, es tut mir leid, Inaro. Es tut mir leid. Nicht unterkriegen lassen. Hey, keine Ahnung. Das zeigt dir nur, wie viel Einfluss er auch irgendwie unbewusst auf dich hatte, oder? Ich überlege, wie viel Sache ich auch mit meiner Mutter genau gleich mag. Ja, mach das. Ich nehme den gleich wieder mit. Ich werde jetzt gar nicht den Fehler machen, ohne loszugehen. Los. 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 Nach hinten. Ja.
Los. Dankeschön. Klaus wird noch tausendmal gesagt haben. Die sind eklig. Die sind super eklig. Und dabei bleibt's auch. Die sind einfach eklig. Oh, tatsächlich. Ich bin mal wieder blind. Hust, hust. Ach, bist du dieser hohe Priester, von dem mir schon so viel erzählt wurde? Ich habe Angst. Okay. Okay. Ja. Okay. Gut. Geronimo. Dass das aber auch richtig gewesen ist, WTF. Ich dachte so, es ist weiß, er hat da hingezeigt, vielleicht soll ich da runterspringen. Aber ich dachte nicht, dass es dann die Wahrheit wäre. Wissen wir, wie ich verarschen? Das ist jetzt schon ein Boss, ernsthaft. Warum kriege ich jetzt schon einen Boss, der auch noch so fucking hässlich ist? Du kreist mich gar nicht an, das verwirrt mich. Du siehst aus wie ein Penis, also jetzt ohne Scheiß. Es tut mir sehr leid, aber du siehst aus wie ein Penis mit tausend komischen Augen. Und gleichzeitig wie eine große Kotstulle. Es tut mir leid, es sieht wirklich so aus. Okay. Dann hauen wir dich mal und dann bereuen wir das alles. Rom? Der heißt nicht wirklich so, oder? Das ist doch keine Schönheit. Sieht aus, als wäre das da vorne der Kopf eine Eiche, der Rest eine Kotstulle. So sieht das wie aus. Ich werde das bereuen. Ich werde das einfach bereuen. Ja, Spinnen. Ist mir egal. Ich habe zum Glück keine Probleme mit Spinnen. Kotstulle, warum rennst du weg? Warum? Warum? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gemein bin, wenn ich dich angreife. Ich bin einfach gerade nur verwirrt. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich verwirrt bin? Nicht? Ich wollte es nur gesagt haben. Warum fallt ihr auf euren Kopf? Why? Why do?
Wieso? Dann mach du die. Ja, hallo, ich kümmere mich um die Kotstulle. Au! Fucking motherfucker, BTF. Das tut weh. Ja, ist okay. Wollte ich nicht. Oh, au, 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 das war zu spät. Gut. Gut. Okay, gut. Okay. Okay, okay, gut. Ja. Okay. Okay. Jetzt. Okay. Also. Ja. Ich glaube, die hat einen Nierenstein. Ich versuche den Boss jetzt nochmal und dann überlege ich mir, ob ich nicht doch erstmal farmen gehe. Denn ich mach ganz schön wenig Damage. Wer stört? Niemand? Okay. Ja, los. Mach hinne. Heute noch. Ich will heute noch, keine Ahnung, ausgehen. Mensa-Schüler. Wow. Ist das für ein Helm? Ach, egal. 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 Alles ist egal. Totstuhle, da bin ich wieder. Sollte ich dabei nicht stehen bleiben? Wie habe ich von dem Blödsinn denn noch? Ach, da. Oh, ach, okay. Ja, ja. Nein. Wo ist mein Gehilfe, wenn man ihn braucht? Da ist er ja. Geht ja. Geht doch. So. Ja, ich habe schon verstanden, dass ich hier vorne kaum angreifen kann. Auch nicht zu drehen. Au, au. Doch mit der anderen Waffe. Ja, das macht doch ein bisschen mehr Damage. Vielleicht. Ganz minimal. Das ist wirklich kaum zu bemerken. Maybe. Es ist kaum, also wirklich wenig. Ganz wenig. Nein. Geh weg. Das werden immer mehr. Schön. Oh.
glaube, langsam sollte ich einfach loslaufen. Aber nur ganz langsam. Die Begus. Was macht mein Kollege da? Ja, ich muss allgemein, ich glaube, 3 Tode hinzufügen. Ich glaube, 3 Stück. Ich mach das mal schnell. Bei den anderen Boss bin ich einmal noch gestorben, jetzt hier 2-mal, wenn ich nicht ganz spinne. Warum hat das eine gerade nicht gezählt? Ja, die von gestern habe ich schon geaddet, klar. Habe ich schon nachgefügt. Nehmen wir mal den da. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, los. Heute noch. Henrik. Dich kenne ich doch. Glaube ich. Ich glaube, ich hatte dich schon mal als Partner. Ich bin mir nicht sicher. Dein Name kommt mir jedenfalls bekannt vor. Ja, X drücken ist ja gut. Geronimo! Zumindest mal ein paar von denen loszuwerden, damit wir dann die nächste Runde nicht wieder so viele haben. Ich glaube, es sind am Ende ein bisschen arg viele geworden. Irgendwie nicht so früh mit dem nächsten Boss gerechnet, muss ich ja gestehen. Ne? Diesmal habe ich es gesehen. Jetzt hast du gezählt, gut. Mi, mu. Ein Griff ins Klo. Meine Heilung geht aus. Meine Heilung geht aus. Meine Heilung geht aus. Etwas? Die Gegner sind halt blöd. Boah, wie dieses Herbeirufen nicht Stunden dauern. Das ist ja furchtbar. Vielen Dank.
befürchte, ich muss es wirklich so machen, dass ich immer erst die Spinnen töte. Befürchte ich. Zumindest die ersten Male, keine Ahnung. Weil wenn dann zwei von denen mich einmal treffen, ist es halt doof. Weil die dafür, dass die so viele sind, ganz schön viele Damage machen. Und das Target-System ist auch so gut. Ja. Es ist nämlich so gut wie in Warcraft. Das ist immer ein Gegner, den ein Target nimmt, der gar keinen Sinn ergibt. Aber ist ja egal. Das Spiel tut es trotzdem. Was für Flaschen? Ach so. Vater Gaston war der zweite Boss, richtig? Oder? Sieht halt wirklich aus wie eine Kotspulle. Tut mir sehr leid. Das war... Alter Schwede, das war ja... Das war ja arschknapp. Bist du wie ein fetter Kotstullenfisch? Keine Ahnung. Mist. Ich gab mich schnell genug weg. Ja, dann gehen wir jetzt einmal ein paar Blutflaschen farmen, denke ich.
In der Hoffnung, dass ich auch ein paar Scherben finde. Scherben konnte man von wogenartigen Viecher machen, gell? Ja, ich hab's gemerkt, Gus. Aber das war schon zu spät. Ich hätte das früher machen müssen. Zweiter Boss. Das war das Grabmal. Irgendwas mit O. Glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Odeons, genau. Hey, ja, alles gut, Goose, alles gut. Ist ja alles gut. Keine Sorge. Ich nichts Böse aufnehmen. Okay. Anschauen wir mal. Ich brauche noch irgendwas anderes Blutstein für meine jetzige Waffe, aber ich weiß es nicht mehr, was das war. Ja, stimmt. Kann ich eigentlich auch nutzen. Aber die nutze ich dann besser, um zu skillen, oder nicht? Vermute ich jetzt mal. Lass mich mal kurz gucken. Davon haben wir ein paar mittlerweile. Ich geh mal das Schwein unten kurz kaputt hauen. Kurz in Anführungsstrichen. So lustig aus. Effekto. Obwohl, eigentlich können wir die Untoten davon auch mitnehmen. Das ist doch nicht dein Zwilling. Hör auf damit. Oh. Wie leicht die mittlerweile sterben. Ich merke richtig den Damage-Unterschied gegen Anfang. Tja. Gib mir Blut. Dankeschön. Also Viole, wie auch immer. Okay. Chill. Aber ich glaube, für nur Punkte farmen, das werde ich dann aber eher privat machen, ist der verbotene Wald tatsächlich von den Punkten her ziemlich gut, habe ich das Gefühl. Ich könnte mich irren, aber so kam es mir vor. Auf meinem jetzigen Stand zumindest. Auch wenn ich da
auch passen muss, aber trotzdem. Jo. Obwohl, wir nehmen mal noch die oben mit. Warum nicht? Der ist ja auch gleich im Fort. Den nehmen wir dann zurück. Das stimmt wohl, Nara. Das kann man wirklich nicht. Genug Munition gibt es nie. Keine weiteren Fiolen mehr. Aber was soll's. Aua. Das hat weh. Ja, ist mir auch aufgefallen. Die droppen ja am besten von Gegnern, die ja Scharfschütze und so ein Blödsinn haben. Also Gewehre, ihr wisst schon, was ich meine. Tja. Lass mich kurz gucken. Ach, Brocken. Okay. Schau mal. Wo kriege ich Brocken am besten her? Habt ihr eine Idee? Oberen Shop im Traum? Was für ein oberer Shop im Traum? Es gibt einen oberen Shop? Ich habe auch nicht mehr verstanden, wo der alte Mann hin verschwunden ist. Der irgendwas davon geredet hat, dass ich irgendwie, um aufzusteigen, irgendwas machen muss, das ich schon wieder vergessen habe, ehrlich gesagt. Thank you.